Eigentlich hatten wir ja alle auf Pokémon Z, eine Generation 6 Spezialedition zu Pokémon X und Y gewartet. Angekündigt wurde aber schon die 7. Generation mit Pokémon Sonne und Mond. Kommt dann ab November 2016 für den 3DS und natürlich auch auf meinem Kanal. Trotzdem wollte ich unbedingt nochmal nach Kalos. Ich habe unser Pokémon X-Abenteuer schon größtenteils vergessen und hatte mich eigentlich darauf gefreut, eine vollständige Version von Kalos zu sehen, denn ich bin doch der Meinung, dass die Region nicht komplett ausgeschöpft wurde und eine Spezialedition somit nicht verkehrt gewesen wäre. Anders als bei anderen Generationen, wo sie meistens eher, naja, ein bisschen unnötig waren. Aber okay, kommt nicht, vermutlich zumindest, ist nicht so schlimm, denn wir haben ja noch Pokémon Y. Und damit es nicht das gleiche nochmal wird, habe ich mir gedacht, machen wir wieder eine coole Challenge draus. Diesmal aber keine Randomizer, denn das ist auf dem 3DS sehr schwer bis unmöglich. Auch keine normale Nuzlocke. Nein, wir machen etwas, was nur mit den 3DS-Pokémon-Spielen möglich ist. Nämlich eine Wonderlocke. Es ist zwar eine Nuzlocke, aber eine besondere. Und zwar eine, bei der wir Pokémon benutzen werden, die ich selbst nicht kenne und mir auch kaum vorstellen kann. Doch zu den Regeln komme ich gleich. Mein Name ist Platan. Ich arbeite in der Kalos-Region als Pokémon-Professor. Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wesen bevölkert, die man Pokémon nennt. Die Pokémon sind rätselhafte Lebewesen. Man findet sie überall auf dem Globus. Manche von ihnen leben auf dem Land, andere in der Luft und die anderen wiederum im Wasser. Die Pokémon und die Menschen helfen einander, wo es geht, und leben in Eintracht miteinander. Aber sag mal, bist du eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Für dieses Abenteuer bin ich ein Girl, denn in Pokémon X haben wir bereits den Jungen gespielt und ich finde sowieso, dass Serena ist, glaube ich, ihr Name, so ziemlich die schönste weibliche Protagonistin ist, die es bislang so gab. Ich finde jetzt dieses Dunkelblond am schönsten, muss ich sagen. Deswegen nehme ich das. Aha, verstehe. Das wollten wir alles gar nicht wissen, aber nun gut. Wie lautet dein Name? Ja, längere Zuschauer von mir wissen es. Ich nenne mich in Pokémon Let's Plays, bei denen ich das Girl nehme, immer Domina. Das wirkt so zweideutig, aber so ist es eigentlich gar nicht gedacht. Ups. Warum schreibe ich dann Domtendo? Das hatten wir alles schon. Aber ich kann ja als Spitzname wieder Domtendo nehmen. Dazu später mehr. Domina heißt du also, ist das richtig? Jupp. Domina, was? Ein toller Name. Ah, Domina, in wenigen Augenblicken wirst du mit Kalos loslegen. Lerne dort allerlei Pokémon kennen und freue dich auf diese wunderbare Reise. Ich weiß, der Text geht viel zu schnell vorbei, aber ich kann einfach nicht warten. Ach, keine Sorge, Professor Platan, das verstehe ich. Ich habe auch richtig Bock. Ich sehe dieses Let's Play auch als kleine Vorbereitung zu Pokémon Sonne und Mond. Ich meine, so viele Monate ohne Pokémon Let's Play, das geht mal so gar nicht. Und diese Anfangssequenz finde ich immer noch so hübsch. Ich meine, es war das erste Pokémon-Spiel, das erste Haupt-Pokémon-Spiel in 3D. Und ja, wie das Ganze losgeht, finde ich wirklich sehr, sehr toll. Ist das eigentlich ein Buch, was sie da in der Hand hält, oder ist das ein 3DS? Ich bin nicht ganz sicher. Ich weiß nur eins, hier steht eine Wii U-Konsole. Damit ist sie eine der wenigen Menschen, die eine besitzen.
Wow, und was für ein Mega-Fernseher. Natürlich hat ein Girlie auch einen Spiegel. So muss das sein. Erstmal hübsch machen hier, ne? Wir wollen heute nämlich auf Reisen gehen. Und zwar auf eine ganz besondere Reise. Ich komme jetzt zu dieser besonderen Challenge, die wir machen werden. Es ist jetzt nichts absolut Neues, aber neu auf meinem Kanal, denn ich habe noch nie eine Wonderlock gemacht. Eine Wonderlock ist quasi eine Nuzlocke, sprich besiegte Pokémon gelten als tot und müssen auf die Rest in Peace Box gelegt werden oder freigelassen werden. Das ist also somit eine Regel, die auch hier gilt, ähnlich wie in meiner Randomizer Nuzlocke Challenge, die wir bei Pokémon Blatt Grün gemacht haben. Das kann ich auch sehr empfehlen. Falls ihr neu auf dem Kanal seid und wer nur Pokémon X sehen will, beziehungsweise wer ein Story-Let's Play sehen möchte, ohne irgendwelche Challenges und Pipapo, einfach nur das Spiel genießen möchte, der sollte mein Pokémon X-Let's Play anschauen. Ich werde einfach mal alles hier per Infokarte verlinken. So, aber zurück zur Wonderlock. Bei der Wonderlock kommt der Wundertausch zum Einsatz. Ja, ich verwende nämlich ausschließlich Pokémon, die ich per Wundertausch bekomme. Und da ist ganz egal, was da kommt. Wenn der größte Lappen kommt, dann kommt der größte Lappen. Wenn das epischste Pokémon kommt, dann kommt das epischste Pokémon. Natürlich gibt es auch da wieder ein paar Richtlinien, aber dazu komme ich jetzt. In jedem neuen Gebiet oder auf jeder Route darf nur das erste Pokémon, das einem begegnet, gefangen werden. Also genau wie bei einer Nuzlocke halt üblich. Dieses Pokémon muss jedoch sofort per Wundertausch getauscht werden. Das Pokémon, das man durch Wundertausch erhält, ist das eigentliche Teammitglied. Es darf jedoch nur maximal 10 Level stärker sein als die aktuellen Teammitglieder. Sollte das nicht der Fall sein oder das erhaltene Pokémon haben wir schon mal per Wundertausch erhalten und das gilt für die gesamte Evolutionsreihe. Ja, also wenn ich jetzt mal einen Raupi bekommen habe und später bekomme ich einen Zafcon, dann zählt das zur selben Evolutionsreihe und darf weitergetauscht werden oder halt behalten werden, je nachdem. Dann darf der Wundertausch bis zu 3-mal wiederholt werden. Also wenn wir ein selbes Pokémon bekommen oder ein Pokémon, das 11 Level drüber ist, dann darf bis zu 3-mal neu getauscht werden. Wir haben also bis zu 3-mal die Chance, dann halt doch noch ein Teammitglied zu bekommen. So. VM-Sklaven darf ich natürlich jederzeit holen. Es existiert diesmal keine Backup-Box. Ich werde also nur maximal 6 Pokémon bei mir tragen, einfach um die Schwierigkeit ein bisschen zu erhöhen. Der Kampfstil wird erstmals auf Folge gestellt, wenn ich rausfinde, wie das hier geht. Da. Sprich, ich werde nicht gefragt, ob ich ein Pokémon wechseln möchte, sondern wir müssen mit dem Gegner, der in den Kampf wechselt, klarkommen. I have to deal with it. Das erhöht die Schwierigkeit natürlich auch ungemein. Aber dafür darf ich zumindest ein Heil-Item pro Kampf verwenden. Und dies gilt nicht für Items, die von Pokémon getragen werden. Aber halt auch nur maximal ein Heil-Item. Und das gilt sowohl für KP herstellende Items, als auch für Statusproblem heilende. Offscreen-Training ist nur dann erlaubt, wenn Trainer, Leiter oder die Top 4 inklusive Champ 10 Level über meinem Team sind. Es darf sich dann am stärksten gegnerischen Pokémon orientiert werden. Alle Regeln auch nochmal in der Videobeschreibung nachzulesen. Im Klartext aber, wir spielen Pokémon Y. Konzentrieren uns auf die Challenge, nicht auf die Story, somit werde ich auch nicht mit jedem sprechen. Wer sowas sehen will, soll Pokémon X gucken. Und ja, wir sprechen nur mit Leuten, die uns halt was geben oder die Story relevant sind. Ansonsten konzentrieren wir uns auf die Kämpfe und diese knackige Challenge. Wir verwenden nur Pokémon aus dem Wundertausch und haben keine Backup-Box. Außerdem müssen wir mit jedem Pokémon klarkommen, das in den Kampf gewechselt wird. Ich werde nicht gefragt, ob ich auswechseln will. Ja, spannende Sache, würde ich sagen. Aber ich habe richtig Bock. Guten Morgen, Domina. Du hast geschlafen wie ein Stein. Hast du dich vom Umzug erholt? Es wird Zeit, dass du etwas frische Luft schnappst. Wie wäre es, wenn du unsere neuen Nachbarn begrüßen gehst?
Ah, wir sind also hierher gezogen. Ja, wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel vergessen. Ich meine, Pokémon X ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Ja, das glaubt man gar nicht, aber es ist so. Wir hausen auf jeden Fall nicht so schlecht. Aber, ja, in Frankreich ist es durchaus so üblich, dass man auch in kleineren Dörfern ein ziemlich großes Haus hat. Vielleicht jetzt nicht unbedingt so eine gute Ausstattung, aber... Ich meine, hallo, was ist das für ein Fernseher? Der muss ja 10.000 Euro gekostet haben. Na egal, wie gesagt, es ist in Frankreich durchaus üblich und wo ich es gerade anspreche, das ganze Spiel basiert auf Frankreich, falls ihr es noch nicht wusstet. Natürlich spielen auch Tageszeiten eine Rolle. Bei mir ist aktuell jetzt Nacht. Aber wir werden natürlich auch ein paar Parts dann im Morgengrauen oder beim Mittag haben. Hallo! Ich bin Kalem. Ich wohne gleich nebenan. Und ich bin Senna. Schön, dich kennenzulernen. Wir sind hier, um dir eine Nachricht zu überbringen. In der Kalos-Region gibt es einen berühmten Pokémon-Professor namens Platan. Er hat uns 3 und 2 weitere Kinder für einen besonderen Auftrag auserkoren. Woher er dich kennt, obwohl du doch gerade erst nach Essissia gezogen bist, ist uns aber ehrlich gesagt schleierhaft. Ja, mir auch. Ah, das finden wir schon raus. Gehen wir erstmal ins Nachbarstädtchen. Dort bekommen wir angeblich Pokémon. Also los, den letzten beißen die Yorkliff. Ja, in Pokémon X und Y gibt es nur ungefähr 70 neue Pokémon, wenn ich richtig informiert bin. Also habe ich es zumindest im Kopf. Also in jedem Fall sind es weniger als in jeder anderen Generation. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut, weil... Naja. Ist halt schwierig, ne? Neue Pokémon rauszubringen. Und je weniger, desto höher die Qualität, würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, man bekommt hier eigentlich noch irgendwo einen Trank. Oder haben wir den automatisch bei uns schon? Vielleicht ist er auf dem PC. Naja, ich glaube, wir müssen sowieso nochmal zurück in die Heimatstadt. Von daher kümmern wir uns später drum. Aber wir brauchen den Trank ja auch nicht unbedingt. Es ist ja von der Skizze zum Meisterwerk. So wird dieses kleine Dörflein beschrieben. Am Fuße von Kalos. Ich zeig's jetzt nur mal großartig, aber... Ich spreche jetzt, wie gesagt, mit niemandem, weil gerade in den Anfangsstädten... Sagen die halt sowieso nichts Notwendiges. Geben halt ein paar Anfängertipps und so. Aber ich glaube, es ist ganz interessant, sich die Häuser anzuschauen, weil, ja, ist halt das erste 3DS-Pokémon-Spiel gewesen und dementsprechend war mehr Leistung zur Verfügung. Ich muss schon sagen, sie haben das ganz gut umgesetzt. Der Detailheitsgrad ist sehr, sehr nice. Allerdings hat man bei Route 1 ein bisschen gespart, denn... Hier gibt es tatsächlich gar nichts. Rein gar nichts. Keine Items, keine Trainer, keine Pokémon. Und da vorne ist die erste Route auch schon vorbei. Was auch immer sich die Entwickler dabei gedacht hatten, das ist die einzige Route im Pokémon-Universum bis jetzt, die keinen Inhalt bietet. Hey, Domina, hier drüben sind wir. Und hier ist auch schon die erste Stadt. Das ging wirklich schnell, ne? By the way, Aquarellia ist ziemlich schön, aber ist eine der wenigen Städte, die kein Pokémon-Center hat. Wir haben gerade von dir gesprochen. Komm, setz dich zu uns. So, ihr seid also die anderen, ja? Ja, da wären wir also, Domina. Das ist der vereinbarte Treffpunkt. Darf ich vorstellen? Das ist Domina. Du bist es also. Senna hat uns schon von dir erzählt. Domina kennt die Hälfte von uns noch gar nicht. Ich stelle ihr besser erstmal alle vor. Das hier ist Tierno. Er liebt imposante Tänze. Das ist Trovato. Nein, niemand von diesem RTL-Bullshit. Er ist ein Meisterhirn, das bei jedem Test die volle Punktzahl abräumt, aber trotzdem sehr bescheiden ist. Schön, euch alle kennenzulernen. Was haltet ihr davon, wenn wir dem neuen Mitglied unserer kleinen Gruppe einen Spitznamen geben? Wie findet ihr beispielsweise Lady D? Nix da! Ich habe eine viel bessere Idee! Mini-Idee! Passt viel besser zu ihr! Trovato, hast du auch einen Vorschlag? Was? Ich soll einem wildfremden Menschen einen Spitznamen geben? Aber gut, wenn ihr darauf besteht, wie wär's denn mit Madame D? Fragen wir am besten die, die später mit dem Spitznamen leben muss. Oh mein Gott! Nichts davon! Ist ja alles furchtbar! Und für was steht eigentlich das D? Ich nehme, wie vorhin schon gesagt, Domtendo. So werden mich jetzt, ja, meine Freunde, so nenne ich sie jetzt einfach mal, nennen.
Alle anderen sprechen mich natürlich mit dem Ingame-Namen an, also Domina. So, aber ich bin natürlich mit beidem zufrieden. Passt. Du willst also Domtendo genannt werden? Ja. Ah ja, den kenne ich. Ich habe ihn abonniert und gebe immer Likes. Richtig geil. Bei dem macht auch das Kommentieren Spaß. Ja, das stimmt. Ja, vor allem antwortet er auch mal. Nun, zeig uns endlich die Pokémon, die unsere zukünftigen Gefährten werden sollen. Ja, mach ich sofort. Trovato, Tomato und ich haben schon Pokémon. Trotzdem bin ich irgendwie neidisch auf euch drei. So, und das ist auch eine sehr, sehr exklusive und seltsame, außergewöhnliche Sache. Denn wir bekommen die Pokémon von Freunden und nicht vom Pokémon-Professor. What the heck? Ja, in meinem Pokémon X-Let's Play haben wir Fünks genommen und für dieses Let's Play nehmen wir zumindest zeitweise, weil, wie gesagt, tote Pokémon sind nun mal tot und dürfen nicht nochmal verwendet werden. Froxy! Aber fürs Erste wird er im Team bleiben und er wird auch nicht per Wundertausch weggetauscht. Ich möchte ihn so lange wie möglich behalten. Ich weiß, die meisten Let's Plays zu X und Y beinhalten wahrscheinlich als Starter Froxy. Weil ich glaube, der war so das Mainstream-Pokémon. Aber ja, kann ich jetzt nichts machen. Ich persönlich habe den halt noch nie trainiert und wollte den schon immer für mein Pokémon Y-Let's Play nehmen. Also tue ich es auch. Aber ja, wenn er stirbt, dann muss er weg. Ist klar. Möchtest du dem Pokémon, für das du dich entschieden hast, einen Spitznamen geben? Ach ja, nennen wir ihn mal Glubschi. Ich habe da noch einen anderen Namen im Kopf, aber das lassen wir lieber. Glubschi! Wobei dieser Name natürlich dann auch demnächst nicht mehr passen wird, wenn er sich weiterentwickelt. Ich hoffe, bis dahin gibt es dann schon einen Namenbewerter. Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Spitznamen sind halt auch nur Spitznamen, ne? Und ich glaube, wir werden ziemlich viele verschiedene Spitznamen haben, weil wenn die getauschten Pokémon Spitznamen haben, dann können wir es ja nicht ändern. Oder konnte man das jetzt in Pokémon X und Y sogar machen? Ach egal, ich behalte einfach die Originalspitznamen bei, außer es sind wirklich schreckliche. Hui, wir zwei geben vielleicht ein süßes Team ab. Wer uns sieht, kriegt glatt einen Zuckerschock. Gestanden, ich bin Kalem. Nett, dich kennenzulernen, Igamaro. Jetzt sind wir alle waschechte Pokémon-Trainer, wenn das mal kein Grund zum Feiern ist. Ach, bevor ich es vergesse, ich habe auch noch was für euch. Dieses nützliche Gerät wird euch dabei helfen, euer Wissen über Pokémon zu vertiefen. Einen Pokédex erhalten. Cool. Der Pokédex, den ich euch gerade überreicht habe, ist ein hochmodernes Forschungsgerät. Er legt automatisch für jedes Pokémon, dem ihr begegnet, einen Eintrag an. Zu eurer Information. Der Pokémon-Professor erwartet, dass wir mit unseren Pokémon auf Reisen gehen und den Pokédex vervollständigen. Mit anderen Worten, der Professor hat uns eine sehr wichtige Mission anvertraut. Wir dürfen ihn nicht enttäuschen. Ach was, ich verkaufe das Ding für 10.000 Euro auf eBay und hau ab auf eine chillige tropische Insel. Mit Pokémon Sun and Moon. Mach dich locker, Trovato Tomato. Arbeit muss nicht immer vor dem Vergnügen kommen. Ich gehe jetzt erstmal zu Megis. Ciao. Jo, das ist das. Ach ja, ich habe noch was vergessen. Hier ist der Brief vom Professor. Und der ist an deine Mutter adressiert, sehe ich gerade. Okay. Haben die vielleicht ein Verhältnis? Professor Platon wird sich sicher freuen, dass die Übergabe glatt gegangen ist. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach neuen Pokémon für unser Team und den Pokédex. Ja, aber vorher stopft er sich halt ein Tasty rein. Gut, können wir dann auch machen, wenn der Part beendet ist. Warum nicht? Ja, ich esse, glaube ich, lieber ein Croissant oder so. Nun, wir wurden aus allen Kindern der Kalos-Region auserwählt, um ausgerüstet mit einem Pokémon und einem Pokédex auf Abenteuerreise zu gehen. Das wollte ich dir nur noch mal mitgeben. Aber bevor es soweit ist, solltest du deiner Mutter diesen Brief überreichen. Mach ich! By the way, es gibt hier, glaube ich, einen Tränkeladen und... Ja, das müsste der sein. Und einen Pokéball-Laden. Genau, das ist der Trankladen.
Die Musik ist natürlich auch so ein bisschen französisch angehaucht, ist klar. Und obwohl es kein Pokémon Center gibt, gibt es irgendwo eine Frau, die Pokémon heilt. Ich glaube, sie ist in einem Haus. Und irgendjemand in der Nähe des Springbrunnens schenkt einem einen Trank. Der hier ist das. Okay. Ich glaube, hier kann man sich heilen. Na, nur falls es notwendig sein sollte. Ich kann es einfach nicht mit ansehen, wenn ein Pokémon schlapp macht. Wenn dein Team mal etwas Erholung braucht, dann kannst du jederzeit bei mir vorbeischauen. Okay, danke. Ich frage mich allerdings, warum hat die Stadt dann nicht gleich ein Pokémon-Center, wenn man sich ohnehin hier heilen kann? Irgendwie ein bisschen strange. Man hätte es ja auch so machen können, dass man sich bei seiner Mutter heilen kann oder so. Weit weg ist es ja nicht. Einen Moment noch, Domtendo. Ich hätte gerne, dass du mein erster Gegner bist. Es ist soweit, Fünks. Unser erster Kampf. Ein Pokémon, das so knufflig ist wie du, kann ja gar nicht verlieren. Oh mein Gott. Los geht's. Kampf gegen Senna. Ja, und ich glaube, es ist jetzt auch das erste Mal der Fall, dass man im ersten Battle typentechnisch tatsächlich überlegen ist. Und sogar schon eine Wasserattacke hat. Ja dann. Blubber! Na, ist ja dumm. Setzt Glut ein gegen den Wasser-Pokémon. Das kann ja nicht funktionieren. Unser Blubber dagegen wirkt. Waren die Kämpfe eigentlich in 3D? Ja, waren sie, aber die laggen. Ich erinnere mich. Das war so ein Manko von Pokémon X und Y, was mir auch echt gegen den Strich ging. Zum einen ist nicht das gesamte Spiel in 3D. Und zum anderen, wenn man manche Bereiche gefunden hat, die in 3D dargestellt werden können, leidet die FPS-Zahl ziemlich krass drunter. Das ist schon ein bisschen schade. Hätte man sich mehr Zeit für die Entwicklung genommen, hätte man das bestimmt fixen können. Ich hoffe, man kriegt das zumindest für Sun and Moon in den Griff. Ich habe da jetzt zwar auch schon gehört, da wird auch wieder nicht alles in 3D sein, aber dann doch bitte ohne FPS-Drops. Das wäre mir persönlich jetzt schon sehr wichtig. Ja, was bist denn so schockiert? Kannst du nicht erwarten, dass du mit einem Feuer-Pokémon gegen einen Wasser-Pokémon gewinnst? Wow, du hast echt drauf, Domtendo. Warte, ich heile deine Pokémon. Ja, selbst sie kann das. Sag deiner Mutter einen schönen Gruß von mir. Okay. Na dann danke. Ach ja, und falls das noch nicht rübergekommen sein sollte, da das Ganze hier eben auch noch eine Nuzlocke ist, haben wir natürlich automatisch verloren, wenn alle Team-Pokémon down sind. Ob ich das Let's Play dann abbreche, wie es üblicherweise der Fall ist, oder ob ich dann irgendwas anderes draus mache, das weiß ich noch nicht. Ich hoffe einfach, dass es nicht dazu kommt. Aber ich bin natürlich schon auch krass ans Glück gebunden und natürlich an die, also an den Gebeswillen der Mitspieler, weil im Wundertausch kriegt man sowohl coole Pokémon als auch den letzten Dreck. Und was hast du mit den Nachbarskindern unternommen? Moment mal, Domina, dieser Pokéball. Hast du dein Pokémon bekommen? Glückwunsch, dann bist du ja jetzt auch ein waschechter Pokémon-Trainer. Was sagst du da? Du hast einen Brief für mich? Von jemandem namens Platan? Habe ich etwa einen heimlichen Verehrer? Oh, wie aufregend. Oh, was für eine schöne Handschrift. Mal sehen. Er möchte mich um etwas bitten. Ah, so ist das also. Domina, kaum sind wir hergezogen und dann gleich sowas. Aber gut, ich bereite gleich alles für deine Reise mit Froxy vor. Wie, wo, was? Ich kann nicht ganz folgen. Hier, Domina, ich habe dir ein paar Klamotten zum Wechseln eingepackt. Ach, das kommt alles so plötzlich, genau wie der plötzliche Endspurt eines Teilnehmers in einem Rihorn-Rennen. Du hast gute Freunde. Und du hast ein Pokémon bekommen. Und jetzt wirst du Carlos bereisen. Ah, vergiss das hier nicht. Eine Karte! Yay, danke! Du weißt, wie man die Karte liest, oder? Ja. Wie die Mutter, so die Tochter. Willem, beutel die Karte aus, wenn du sie benutzen willst. Ich weiß zwar selbst nicht, was dieser Professor Platan dir zeigen möchte, aber eine Reise mit einem Pokémon ist etwas Wunderbares. Jupp. Und im nächsten Part geht's dann auch endlich richtig los mit dem ersten Wundertausch und der Challenge. Ja, ich hoffe, ihr habt Bock auf Pokémon Y, die Vorbereitung auf Sun and Moon.
ballert einen Daumen hoch rein und bleibt dran. Wir sehen uns dann im zweiten Part wieder. Euer Domtendo. Ciao.